Wie kann ich denn zu Geduld kommen, wenn ein Schicksalsschlag da ist, ein Problem ist aufgetaucht? Wie komme ich denn zur Geduld? Da sagte er, unter anderem, dass ich weiß, das ist von Allah so vorherbestimmt, dass dies oder jenes passiert. Was soll das heißen? Das heißt, es ist eine Prüfung, wie ich vorhin gesagt habe. Du wirst dich doch nicht aufregen, wenn eine Prüfung gekommen ist. Du weißt, was, welche Themen und so weiter, du konntest dich gut vorbereiten und so weiter und so fort. Alles ist in Ordnung. Und jetzt kommt diese Prüfung, dann wirst du dich doch nicht aufregen. Du wusstest, du wirst geprüft. Wenn der Muslim nun weiß, du lebst in der Stätte der Prüfung, du wirst geprüft, gesundheitlich, finanziell, durch Menschen, durch Natur, durch Gegenstände, dann führt das dazu, dass du dich nicht aufregst. Er sagt dann, so wie jemand, der stolpert über einen Stein. Welcher normale Mensch schreit jetzt diesen Stein an? Hast du keinen besseren Platz gefunden, da zu stehen? Beweg dich fort von hier. Da würde doch jeder Mensch sagen, geht's dir noch gut? Wen schreist du denn gerade an? Ja, diesen Stein da auf dem Boden. Geht's dir noch gut? Und so sollst du dann umgehen mit diesen Problemen, dass du weißt, okay, das ist vorherbestimmt. Allah Azzajal hat diesen Menschen in diese Situation gebracht, damit ich geprüft werde. Du fährst Auto und da kommt jemand, du hast Vorfahrt, er nimmt dir die Vorfahrt. Jetzt kannst du natürlich fluchen und schreien oder irgendeine Aktion machen, die vielleicht sogar Leute gefährdet. Ja? Oder du sagst, Subhanallah, Prüfung ist wieder angekommen. Ja? Ich habe jetzt eine Prüfung, Geduld. Ja, Rabbi, schenke mir Geduld. Das ist nicht einfach, das ist klar. Jeder Autofahrer weiß, dass es nicht einfach ist. Ne? Ja? Das ist nicht einfach, aber das, zumindest müssen wir wissen, dass wir das trainieren müssen. Dass du nicht wegen jeder Sache immer daraus ein Problem machen musst. Okay, er hat dir dein Recht genommen. Darf ich mich nicht verteidigen? Na gut, natürlich darfst du dich verteidigen im Rahmen des Erlaubten. Du darfst nicht ungerecht werden, nur weil jemand ungerecht war zu dir. Aber vergeben ist besser, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Vergeben ist besser. Das bedeutet, du kriegst viel Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala und inshallah werden wir dieses Thema Nachsicht, also in Geduld gegenüber Menschen dann, das werden wir dann inshallah an einer anderen Stelle dann nochmal näher uns betrachten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Geduld schenken. Möge Allah uns den Zorn aus unseren Herzen wegnehmen. Möge Allah uns erziehen. Möge Allah unser Charakter verbessern. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.